Wofür soll das bitte schön gut sein? Hä? Hä, warum geht's einfach so nach oben? Was geht ab, Leute? Heute ist soweit. Wir schauen uns mir wieder die genialsten Erfindungen an. Das sind einfach so erstaunlich, Leute. Das ist nicht mehr normal. Die Typen leben hier alle in 2030. Das ist so krass, Freunde. Lasst auf jeden Fall ein Like und ein Abo da. Und ich wünsche euch jetzt ganz viel Spaß bei dem Video. Der möchte anscheinend aus so einem alten Kanister ein Verlängerungskabel bauen. Ja, kennt ihr ja so ein kleines Drehteil. Und guck mal hier, wie man schon sehen kann, funktioniert das einfach sogar. Einfach aus so einem Kanister, Leute. Guck mal hier, kann das quasi jetzt auch noch einwickeln. Aus einem alten Kanister. Aber guck mal, wie scuffed das Kabel einfach aussieht, ne? Das eine. Aber kann man machen, Freunde. Er möchte anscheinend sogar aus einem Reifen, sieht aus wie vielleicht, okay, er möchte ein Aquarium machen. Aus einem alten Reifen. Achso, guck mal. Ah, da ist noch so eine Schutzschicht davor, okay. Ich verstehe, ich verstehe das, Leute. So, und jetzt wollen hier mal gucken, ob die so ein, ja, so ein so eine glänzende Oberfläche machen können, oben hier drauf. Mal gucken, ob das auch funktioniert. Einmal mit so einem Tuch da drüber. So, Leute, und zack, alles wegmachen, die ganzen Blasen. Und zack, Alter, wie das glänzt, Alter, wie neu, jetzt mal ohne Spaß. Wir wissen ja alle, Wasserhähne sind auf jeden Fall schon echt crazy, ne? Das Ding ist auf jeden Fall auch krass, man kann sich sogar nach oben bewegen, in alle Richtungen sogar. Keine Ahnung, wo man es nach hinten braucht, aber hier sogar nochmal kurz zur Dusche machen. So, was kann das Ding noch? Ah, es kann ausgehen, dann hat man hier auch nochmal so ein, aha, auch nochmal das Teil. Das Heftige muss ich ja sagen, dass das Ding ausgehen kann, ne? Das kann halt kein Wasserhahn auf der ganzen Welt. Spaß. Irgendeine geheime Box oder so, Leute. Ah, ach so. Lol, ein Wasserkessel, den man einfach so richtig klein machen kann. Hä? Wie krass ist das jetzt schon wieder? Hier so einen kleinen Orangenpresser. Und jetzt zack, frischen Orangensaft einfach selber gepresst. Und jetzt Prost, Leute. Abfahrt für den Orangensaft. So, hier sind anscheinend so ein paar Teigtaschen oder so, ne? Yo. Und zack, liegen die einfach per. Hecto. So muss es auf jeden Fall sein, Freunde. Und hier einmal ganz kurz ein kompakter Kanister, den man auch einfach so mitnehmen kann. Und auch hier direkt, oh mein Gott, auch seine Hände, oh mein Gott, der Kanister ist so gut, ne? Sowas braucht man so oft, wenn man halt irgendwie unterwegs ist. Und irgendwie auf dem Angeltrip oder sowas ist das sowas echt perfekt. Und was soll das jetzt sein hier? Sind das so Notes oder was? Oh. Hey! Hey! Alter, was haben die aus der Wassermelone gemacht? Wie krass sieht die denn jetzt bitte schon aus? Und zack, als wäre nichts gewesen. Hä? Aber warum? Und jetzt schneidet er da nochmal rein. Und jetzt kann er das quasi in beide Richtungen aufmachen. Hä, lol? Okay. Das ist auf jeden Fall auch nicht schlecht, Leute, muss ich sagen. Das sieht heftig aus. Warum packt denn der da jetzt ein Ei rein? Hä? Warum ist denn da jetzt einfach ein Ei drin gewesen? Ich verstehe es, Leute, nicht. Ich verstehe es echt nicht. Okay, hier ein eigener Flaschenöffner. Also man kann es ja auch übertreiben in der Quarantäne, ne? So, ja. Es gibt auch sowas, das nennt sich Flaschenöffner. Wollte ich nur mal so gesagt haben. Aber das war auf jeden Fall echt crazy. So, hier Hydro-Dipping. Und zwar macht er jetzt hier so eine eigene, so ein eigenes Design. Ach, guck mal. Lul. Die Flasche ist einfach so mit Sonnenblumen bestückt. Sieht nicht schlecht aus, Leute. Sieht nicht schlecht aus. So, hier, was ist das jetzt? Oh, was? Was? Das ist eine Schaufel? Und du kannst dann trotzdem noch so hier Samen und so reinmachen und direkt zu wieder. Lol, wie krass ist das bitte schön hier. So, was kann das jetzt hier? Damit kann man anscheinend leichter arbeiten. Oh, lol, wie glatt er das einfach streichen kann. Oha, gönnt euch das mal, Freunde, Alter, wie glatt das einfach ist. Oh, da würde ich halt gerade so gerne mal reinspringen. Und ey, hier den Rasen einfach mal abmachen. Ist das Fake-Rasen oder ist das echter Rasen? Ich glaube, das ist, oder? Nee, Safeguard ist Fake, oder? So, hier, zack, alles ab und, Holzsachen, da bin ich immer ganz gerne am Start, muss ich sagen. Das finde ich immer ganz interessant. Mal gucken, was er jetzt daraus macht. Anscheinend so ein, warte mal, stand da gerade ein Mixer? Was? Oha, ist so ein Zahnrad oder so, ne? Lul. Und jetzt hier noch so ein bisschen was machen und jetzt quasi nochmal ordentlich auch reinbohren hier und so, alles reinhauen. Okay, okay, okay. Und jetzt soll das ein Mixer sein, oder was? Hä? Also noch nicht ganz. Wir sind noch nicht ganz fertig. So, hier nochmal. Ah. Ah. Oha. Hä? Ich habe gerade echt keine. Ach so, lol. Einfach ein eigener Mixer. Jo. So, ein bisschen Pulver reinmachen. Alles klärchen. Und dann ordentlich umrühren. Pasta Making Machine. Oha. Voll clever, Alter.
Oh, da werden Nudeln selber gemacht. Lol. Ey, wie cool sieht das denn aus? Auch sogar hier dünne Spaghettis. Hä? Einfach so eine eigene Maschine gebaut. Und jetzt kannst du damit quasi Spaghettis machen. Und sowas sogar hier, auch Ramen. Ramennudeln. Okay, nicht schlecht. Und hier so eine, guck mal. Das Ding macht dir quasi die Teigtaschen auch selber, aber direkt zwei auf einmal, ja? Direkt den doppelten Spaß. Und das ist jetzt ein Eiöffner. Ach, guck mal. Ey, ohne Spaß, ne? Also das ist wirklich, und jetzt kann man das Ei damit aufmachen, oder was? Und bupp. Okay, Ei auf. Ey, es ist so leicht, ein Ei aufzumachen, ne? Ich verstehe nicht, warum man das dann dafür so ein Gerät braucht. Okay, mal gucken, hier. Warum fährt die denn einfach in so einem Kinderwagen mit? Warum macht die sowas? Haust rein, viel Spaß und lol, der geht mit Controller. Was? Der ging einfach mit Controller, Freunde. Und hä? Was werden da für Löcher reingehauen? Oh, guck mal, wie er sich hier dreht, ne? Ach, damit kriegt er den Boden besser geeben. Also besser eben gemacht. Boah. Und das hier nochmal genau das Gegenteil. Mit diesem Ding kriegt er erstmal so perfekte Linien da reingekritzelt. Ich weiß ja nicht, wofür das jetzt gut sein soll oder so, aber wir werden es auf jeden Fall sehen. Und hier, guck mal. Alter, der Magnet ist so stark, dass er einfach die Münzen aufhebt, ne? Der Magnet hat einfach gerade die Münzen vor dem Auto gerettet. Und das sind einfach, lol. Okay, das ist cool, ne? Das ist halt echt cool. Dann werden deine Schuhe nicht dreckig. Auch, das ist auch wasserdicht und so. Jetzt kannst du einfach rausziehen und mal dir einfach ganz normale Latschen an. Ha, so Plüschlatschen. Und was soll das jetzt sein? Ach, oha. Ey, er haut einfach Magnet rein in so einen Wunschbrunnen und gönnt jetzt hier erstmal die ganzen Coins. Also dafür kommst du in die Hölle. Das sage ich dir jetzt schon, Alter. So, und jetzt, guck mal, der läuft einfach so ein bisschen dahinter. Der hat so eine Riesenmaschine, die alles einmal aufbuddelt und dann hier auch nochmal so eine Kartoffel. Ist das eine Kartoffelerntemaschine? Ich glaube schon, ne? Ja. Alter, sieht echt nice aus. Und yo, nochmal eine eigene Hand hier. Guck mal hier, kann jetzt hier, zack, komm, greif die Dose jetzt mal. Und greifen. Und greif die Dose. Der Mittelfinger fehlt. Warum zeigt er denn den Mittelfinger? Aber es funktioniert, Freunde. Es funktioniert. Einfach selber gemacht, ne? Einfach selber gemacht mit Pappe. Das ist schon heftig, muss ich sagen. Das ist schon echt heftig. Hier. Ey, so ein kleines. Hallo. So ein kleines Pony, das einfach Seifenblasen machen kann. Und das ist eine Maschine, die läuft. Ach so, eine Wassermaschine, Leute. Das heißt, es ist so ein kleines Ding, das kann fahren, einfach nur mit Wasser. Ist wasserbetrieben. Okay. Kann man machen. Und hier. Lol. Ein Bagger aus Dosen. Guck mal, was da alles da ist, Alter. Was er das gemacht hat. Einfach aus Dosen und so, ne? Hä? Wie krass, Alter. Und man braucht gar nicht so viel Geld, um irgendwas zu kaufen. Man kann es einfach selber bauen. Und hier. Der sprüht das einfach selber alles dahin. Selber mal eben die Blumen gießen damit. Und, yo, gönn euch mal diesen Bagger hier. Was hat der hinten für Räder? Damit macht er, glaube ich, den ganzen Boden einfach mal fresh. Für die Pflanzen dann. Und auch das Ding hier, ne? Ey, das ist halt so clever. Damit kannst du halt so schnell die ganzen Sachen gießen. Oh! Hä? Was ist denn das jetzt hier für ein Ding? Ach, so ein Wischmob. Hä? Lol. Damit kannst du quasi auch locker beim Eishockey das Eis sauber machen wieder. Und das jetzt, einen Stuhl, wenn man ihn mal braucht. Einfach mit Klebern hinten an den Hintern geklebt, ne? Aber ist clever. Für Gartenarbeit ist sowas clever, Freunde. Das ist echt nicht schlecht. Und jetzt hier, das, was wird da denn gemacht? Ach so, das ist eine Maschine. Ach, für den Sound sicher jetzt erst. Voll die optische Illusion, Mann. Und hier, oh, und schickes Design, Freunde. Nehmt man auf jeden Fall mit. Einfach selber gemacht. So muss es auf jeden Fall sein, Leute. So muss es auf jeden Fall sein. Und hier, wie er gefühlt den ganzen Schlamm einfach wegzieht. Er macht es einfach ganz alleine, Alter. Zieht den ganzen Schlamm weg. Lol. Okay, läuft auf jeden Fall bei dem. Und was ist das jetzt hier? Das sieht aus wie eine, eine Zement-Smoothing-Maschine. Damit der Zement schön glatt gemacht wird und man natürlich ganz normal dann drauf laufen kann. Und clever, um hier so einen Baum rauszuziehen. Okay. Kann man auf jeden Fall auch machen. Auf jeden Fall ordentlich die Wurzel rausgezogen, Leute. Wenn es euch gefallen hat, dann haut auf jeden Fall jetzt auf den Like-Button, auf den Abo-Button. Und wenn ihr noch mehr Erfindungen und sowas sehen wollt, dann checkt ihr auf jeden Fall noch von eins von den beiden Videos hier aus. Einfach draufklicken. Und ich würde sagen, haut rein. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.